Hallo zusammen. Die Point Newsbox ist angekommen und wir gucken rein. Das Magazin kenne ich schon aus der Coolbox, ist nämlich genau dasselbe. Und hier haben wir, Schenken mit Point News, Werbung oder was? Und Vorderseite, Backe, Backe, Point News, die Backbox. Ja, die Backbox. Mal gucken, was die Backbox für uns hier übrig hat. Wieso ist Backbox eigentlich ein Zungenbrecher? Sag das mal 20 Mal hintereinander. Ich probiere es jetzt nicht aus. Ich verhaspel mich ja schon noch zweimal. So, Werbung von Kölnflocken. Kein Wunder, sind welche drin. Kölnflocken und krokant. Ja, Vollkorn-Haferflocken mit Ahornsirup. Finde ich gut. Finde ich gut. Das Stroh kommt erstmal beiseite. So, was haben wir hier? Stevia. Streusüße. Mhm. Kann man immer gut verbrauchen. Zu verwenden wie Zucker. Exakt identisch. Sehr schön. Haben sie angepasst aufeinander, finde ich gut. Dann kann man endlich auch mal damit umgehen. Ovomaltine, sehr schön. Schokolade, Milchschokolade, sehr gut. Kann man auch immer brauchen. Soja, die bewusste Alternative aufs Brot zum Backen und Braten. Ja, ne, davon gleich zwei Packungen, wie man sieht. Das ist auch praktisch. Ich meine, zum Backen braucht man davon wirklich eine Menge. Mal ehrlich, also wenn man hier richtig loslegt mit Backen, dann geht es aber rund hier. Was haben wir hier? Bestimmt Mehl. Nee, doch, Mehl für Hefeteig. Hefeteigmehl. Ja, ne? Schön. Brotaufstrich. Cremiger Brotaufstrich. Auch zum Kochen und Backen ideal. Interessant. Sieht gut aus. Werde ich mal probieren. Mal gucken, was das gibt. Was haben wir hier, wenn man dann fertig ist mit dem Backen? Oder wie? Kann man sich ein zwitschern? Ich kriege das wieder einhändig nicht aus diesem Ding raus. So, klappt doch. Jülmum. Fruity. Mhm. Also wie gesagt, nach dem Backen zwitschen wir uns ein. Na gut, man kann es auch zum Backen verwenden. Durchaus zum Tränken eines Teigs. Hier haben wir noch eine Backmischung. Eine Backmischung. Ja, noch Butter dazu. Ein Ei und Milch. Das ist easy. Das ist sehr, sehr easy. Sieht gut aus. Hm. Mal gucken, wie mir das munden wird, was wir daraus machen Schönes. Ob wir das machen oder ob wir das anderweitig verwenden. Mal gucken. Also, wir haben diese schöne Backmischung, wir haben Mehl für Hefeteig, wir haben zweimal Soja, Butter, Margarine, was auch immer, Soja, Margarine, Sojola. Wie viel ist da eigentlich drin? 500 Gramm. Finde ich gut. Mit den Vitaminen A und E und laktosefrei. Muss man ja auch erstmal drauf kommen. Streichfett mit 70%. Sojaöl ist wie viel drin? Ah, 70%. Nee, 60% Sojaöl. Wollt ihr mal wissen, wie viel Soja ist da wirklich drin? 60%. Gut. Stevia wie Zucker zu verwenden. Brotaufstrich. Ovomaltine. Und Kölnflocken. Und zum Zwitschern oder Teig trinken. Jülmum. Jo, das war die ganze Backbox, ne? Bin ich zufrieden? Ja, doch bin ich. Durchaus, ich bin zufrieden. Doch, sie gefällt mir, sind viele schöne Sachen drin, die ich auf jeden Fall auch alle aufbrauchen werde. Und jetzt für die Weihnachtszeit, perfekt. Mir hat die Box gefallen, das definitiv. Wie hat sie euch gefallen? Schreibt es mir mal in die Kommentare und ich würde sagen, ja, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschüss!